Ich hätte mir mal speichern sollen. Hallo Mistvieh. Das, meine Freunde, ist der Deusdrache. Einer der schwersten Gegner im ganzen Spiel, den ich jetzt mal so ganz nebenbei in Angriff nehme. Der Typ hat ein paar Lebensbalken. Sieht man möglicherweise auch. Okay, das kann sich jetzt eine Weile ziehen. Ich tue mal den Kampf beobachten, um zu gucken, was genau der kann. Arsch müsste hier eigentlich ganz gut austeilen. Naja, das geht schon. Ja, bei Arsch läuft auf jeden Fall. Mal mindestens, naja, gut. So zwei Treffer im Durchschnitt, das geht schon. So, ich kann Sachen noch ein bisschen hochstellen. Der Typ hat wirklich einen gewaltigen TP-Pool. Oh. Oh, guck mal. Das ist ein Item, ich hätte das gern. Ein Haska-Splitter. Ja, der dürfte mir helfen. Ist so, aus irgendeinem Grund ist jetzt hier Arsch krepiert. Ich kann mir jetzt gar nicht erklären, warum. Na, wir machen mal weiter. Und der packt hier aber auch so eine Hit-Combo aus. Oh oh. Oh oh. Eis. Ei, da dois. Ich muss den schnell killen. Okay. Oh, stopp. Wir sind alle im Stopp. Na gut, dann sehe ich, mein Team ist kapiert. Ist nicht hervorragend. Ja, RIP, Arsch. Ja, ich glaube, dass mal ganz kurz Basch rein muss. Dass der hier mal ganz kurz so hier macht. So. Schutzengel kann kommen. Jetzt noch ein Vikra und ich wäre glücklich. Kriegen wir es noch raus, bevor er mich killt? Aber gerade so. Oh, sie heilt für 14.000. Jetzt noch Medica wäre ganz cool, ne? Ach, gegen Stopp hilft kein Medica. So, dann weitergehen. Ich bin bereit. Kann dieses eigentlich auch Ena? Ena. Sie hat kein Ena. Aber es haben die eben nur verpeilt freigeschalten, oder? Weil Ena wäre ich auch ganz cool bei ihr. Oh Gott. Ich hasse mich manchmal selbst. Das kann nämlich auch Arsch drauf klatschen. Arsch und Ena. Einfach um ihren Schadensoutput zu maximieren. Damit er mal noch ein bisschen mehr kommt. Ja, hier, die Hitkombo sitzen eigentlich ganz gut. Daran soll es eigentlich nicht scheitern. So, mal gucken, wie die es auspackt. Aktuell frisst er ja noch ganz nett. Je nachdem, wie Asche Hitkombos macht. 12.000 pro Schlag ungefähr. 10 bis 12.000. Naja, wenn da immer 3 Hits kommen, sind mal 40.000. 20 bis 40.000. Das ist schon nicht schlecht. Die rasiert ihn ziemlich gut runter. So. Ich nehme die ganze Sache hier mal ein bisschen. So, jetzt kommt die Scheiße nochmal. Ich überlege mir schon fast mal was gegen das Stopp anzulegen. Das ist ja sowas von nervig gerade. Ah, und diesmal hat noch Pinier gestoppt. Okay, das ist gut. Lege ich mal was gegen Stopp an.
Wer hat es denn hier am wenigsten? Eigentlich brauchen alle Duplikate. Von daher. Oh, danke für den Heal, Bruder. Ja, vor allem bei so einem Damage Output. Naja, mal gucken, wie es weitergeht mit dem Kampf. Der Typ ist wirklich abnormal. Oh, aber mit Penelos MP sieht schon gar nicht mal so gut aus. Und 31 nur noch. Ich muss vielleicht schon bald auf Ball 4 zurückgreifen. Na, komm, muss ich mit leben. Ich würde mir wirklich. Ah, da. Gegen Liam, Liam. Also Penelo. Ach, da kommt der Trade-Process, okay. Da ist mich ja gespannt, wie es mit dem MP hier weitergehen wird. Weil ohne MP lebt es doch direkt mal richtig schlecht. Und nur 5 pro Angriff oder 4 pro Angriff, das ist auch nicht unbedingt die Welt. In so einem Kampf, von daher. Zauber ein bisschen Ether auf dich. Naja. Besser als gar nichts. In so einem Moment wäre auch Sammeln wieder mal sehr toll. Ah, da kommt schon wieder sein Scheiß verdickt. Mach hin, Bruder. Ich hab die ganze Tag Zeit. Und alle drei Stopp. Oh, das ist so gut wie RIP eigentlich. Ah, großartig. So, ich brauche Penelo zurück im Kampf. Oh, der macht aber doch ziemlich heftigen Schaden. So, ich hau ihn wieder raus. So, bevor du irgendwas machst, bitte bring uns Bahn zurück. Und außerdem kannst du immer noch eh auf mich selber zaubern. So. Ah, jetzt kommen die jetzt nochmal wieder. Naja, dann machst du mir nicht unbedingt gleich, ne? Das ist halt. Hat sie nicht auch irgendeine Fähigkeit, um. Ich mach mal, wenn MP unter 10% sind. Ob die Subspirit läuft? Sie hat kein Subspirit. Nein. Ja, sie hat doch kein Armor. Hat. Aktion, Bedingungen nicht kompatibel. Sie hat keinen Subspirit. Ist das doch wirklich so, oder? Sie kann auch Dupli. Aha. Sie hat auch Protega. Wieso habe ich Penelo nicht schon öfter abused? Jetzt ist nur bei 4 mit Haska und dann wäre er nicht perfekt. Wobei bei 4 dann auch schon fast wie useless wäre. Scheiß Hasszustand. Okay, mach doch mal bitte Subspirit. Ich glaube, das funktioniert gegen den. Nee. Da wird es eher nur noch weniger. Oh, lol, sie hat gerade dank Anti einen übelsten Boost bekommen. Ich glaube, ich kapiere das auch nicht. Ja, RIP. Das war schön zu erwarten. So, aber wir können eigentlich direkt wieder gehen. Na los, lass bei 4 gehen. Bei 4 hat er nichts verloren. Dankeschön. Ich brauche ihn mit leider Gottes Hasszustand wieder. Dupli brauche ich auch.
Obwohl, Dupli läuft dann noch. Na gut, Brio hat einmal volle MP gehabt. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Ruhe Barsch. Ah, dann nicht. Boah, 8er Treffer-Kombo. Das hat einen halben Balken leer gezogen. Hohoho. Ah, ja. Ungenervt mit dieser Scheiße. Und alle stopp. Nee. Einer hat Glück gehabt. Stopp, 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 stopp. Ich hau bei Wahn jetzt mal das Ding gegen Stopp rein. So. Damit ich mal Angst haben muss, dass mein Team gleich potenziell nichts mehr macht. Mach auch mal eine Gambit dazu. So, Gefährte, wo haben wir's? Stopp, kriegt direkt die Krone des Trainer ab. Oh, jetzt mache ich wirklich davon keine mehr ab. Was ist denn dann los? Naja, warte, das muss ich vor allen anderen machen. So, jetzt kann es doch eigentlich weitergehen. Oh, naja, warte. Oh, lol. So, da kommen wir direkt alle positive Zustandsveränderungen direkt drauf. Auch rein, Arsch. Ah, so lobe ich mir das doch. Bin ich halt schon wieder ziemlich gut MP verbraten. Ich glaube, dieses Ena und Courage frisst echt dezent viel. Aber nicht mehr lange, da haben wir bis zur Hälfte runter. Ich werde damals, als ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe, ich habe mir ungelogen einen Comic genommen, damals noch, ich noch sowas hatte, habe einfach gelesen, wenn die gekämpft haben. Weil Stopp konnten wir meistens nichts anhaben. Und es haben wir einfach nur gekämpft, immer Vikra und immer wieder wiederbelebt und alles, also das war schon ganz lustig. So, machen wir ein bisschen Action. Na, ja, da kommt schon wieder. Da freue ich mich doch direkt. Na fein. Ja gut, mein Team kommt jetzt hier auch mal ganz gut dagegen an. Sollen die einfach reinhauen. Lol, was war das gerade? So, Penelos MP geht wieder mal im Ende entgegen. So, jetzt muss ich aufpassen. Was für eine Hit-Kombo. Vor dem Ableben hat es nochmal richtig reingeklatscht. Problem ist jetzt eben, dass wir keinen MP mehr haben. Was mache ich? Ich kann jetzt entweder noch einen Ether reinhauen. So wird es wohl auch kommen. Wo ist es, Vikra? Ah, da kam's. Aber nur für sie. Was für ein Ehrenmove. So kann man natürlich auch MP ziemlich geil verschwenden. Na, im alten Spiel war das MP-Problem auch nicht so relevant. Weil du halt wirklich so viele Lizenzen hattest, dass du das alles mal easy gegen konntest. Aber hier ist doch alles ein wenig sehr kacke, besonders jetzt. Naja, haben wir noch einen Ether rein. Das hilft alles nix. So, Vikra kommt hoffentlich noch. Ja. Ich muss jetzt aber auch keine extra Gambit machen.
Kann sie nicht von Asch die MP abziehen? Ich meine, die zaubert doch eh nie. Ha! Und wie das geht. Geil. Das hat besser geklappt, als ich mir erhofft habe. Vor allem mit Asch. Das ist auch eine richtig geile Kombo. Asch haut ja nur drauf. Das heißt, Pinedo kann sich da ab und zu mal was snacken. Neue Gambit. Was ist denn? So, nochmal unter 10%. Nee, scheiße, das geht ja so gar nicht. Das geht ja so gar nicht. Naja, gut, dann muss ich das manuell machen. Dann ist es halt so. Ist ja auch besser, als wenn es geil funktionieren würde. Übrigens, es gibt für Arsch noch eine bessere Waffe als Masamune, mit dem sie noch mehr eskalieren könnte, nämlich das Kumba. Allerdings ist das Ding auch so schwer zu bekommen. Oh lol. Der Drache hat gerade nochmal meine MP geheilt. Soll ich es mal riskieren, auch nochmal Basch im Berserker reinzuholen? Ich glaube, das mache ich gleich mal. Einfach so just for fun, so mit Warn, man nicht Target ist. Na, wir warten mal ab. Wir haben ja schon relativ gut runter. So, geht weiter. Oh, 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 oh. So, dazu gebe ich jetzt Basch noch die Hermesstiefel. Also, wenn er die hat, ja. So, jetzt lasse ich Basch nämlich auch nochmal einen Bacchus-Tropfen reinhauen. Und Pinedo kann er nicht schon so gut wie heilen. Na, wollen wir mal Courage auf Basch. Jetzt bin ich ja gespannt. Danke für das Unterstützen mit der Hit-Kombos. Ei, jetzt ist Asch aber tot. Das war nie gut. Ganz und gar nie gut. RIP Arsch. Das war's. Auch den Pinedo hat Stopp und jetzt ist Basch der einzige. Okay, dann habe ich gerade ein bisschen selbst gefickt, muss ich zugeben. Ach Quatsch. Naja, soll er mal raufhauen. Der Mann macht doch 15.000. Ich würde echt mal die Combo Rate von dem Ding interessieren. Ich probiere mal was, einfach so just for fun. Da ich eben die Hammerstiefel nochmal wegnehme, die Genji Armreif abziehe. Ich probiere das mal. Mal gucken, was das bringt. Na, ich glaube, bei ihm lohnt sich das nie so richtig. Nee. Bei ihm macht das die Genji Armreif gefühlt gar nichts. Liegt doch glaube ich daran, dass Ragnarök halt auch gefühlt keine Combo Rate hat, also naja gut. Schade darum, wäre cool gewesen, wenn es geklappt hätte. So leider nicht. Was hat denn jetzt gehabt hier? Ah, oh, das ist schon unbedingt. Na ja, schade, also Ninja Schwert bleibt bei drin. Absolut OP. Hä, was ist das Ding jetzt? Ja, es gibt auch eine bessere Waffe noch. Für den ganzen Spaß. Ich weiß auch nicht, ob ich motiviert genug bin, mir das hier auch noch zu besorgen. Ich würde eigentlich schon eher nee sagen. So, wenn jemand kein Target mehr ist, dann muss man schon wieder raus. Aber wir sind mittlerweile schon ganz gut runter. Viel fehlt ihm nicht mehr.
Die letzte Phase wird dann wieder am schlimmsten. So, kriegen wir jetzt Bash raus? Ja, kriegen wir. So, machen wir ein bisschen Action hier. Ja, scheiß werdet. Und RIP Team. Ich glaub schon. Ei. Na, das ist ja auch wieder ziemlich ungeil. Ja gut, dann muss Bafir kurz den Job übernehmen. Oh, Bafir ist schon wieder tot. Nice. Ah, ist auch im Griffzustand, das heißt, der Mann wird nochmal richtig ekelhaft, beziehungsweise der Drache nochmal richtig ekelhaft. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch hinterher. Ihr könnt gleich nochmal ein bisschen MP ziehen von Asch. Na, aber aktuell geht's. Was waren das gerade? 700. Wie bitte konnte Pinedo das zulassen? Wie? Du bist ein dreckiger Teammate. Heil die Frau. Oh, der macht aber auch schon relativ krassen Schaden mittlerweile. Gar nicht mehr so spirit. Okay, wir haben wieder MP, alles wird gut. Komm schon. Oh, wirklich? Hier war es schon draußen, seht ihr, dass die anderen wurden geheilt. Verarsche, absolute Verarsche. Aber Arsch kloppt trotzdem weiter rein, als ob es keinen Morgen gäbe. Das heißt, es kann sich ja jetzt wohl nicht mehr so lange ziehen. Okay, das Spiel ist nackt gewesen. Dieser dreckige. Boah, 3000 mit einmal P-Tiraten. Was soll denn das? Hat nichts anderes zu tun. Nein, da kommt man zwischendurch wieder ein Persus an. Mann, sie hat schon wieder zugelassen. Das gibt's doch nie. Was soll denn das? Sie muss ja wieder 20 Jahre verschwenden, um die wieder voll hochzubringen. Meine Fresse, Penelo. Ja, das ist Priorität. Aber die Priorität kam wohl noch nicht so ganz an. Oh, aber wieder Heal in der letzten Sekunde. Das kam schon ganz schnell, kein Werk mehr an, ne? Nicht, dass ich es vermissen würde oder so, aber trotzdem. Ach Mensch. Was wird denn das jetzt? Kommt er hier nochmal? Ne, der hier kam nur für die beiden. Komm, die letzten fünf Balken. Was ist denn mit Wahn? Warum krepiert denn der jetzt am laufenden Band? Alter. Ich check grad gar nicht. Oh nein, mein Team ist tot. Oh, was soll denn das jetzt auf einmal? Bitte, du heil doch schneller. Na, los, komm.
direkt einen Schuss in den raushauen. Das bringt jetzt hier nichts mehr. Ich brauche jetzt unbedingt Ball 4. Ja, ich brauche jetzt Ball 4. Komm, bring Ball 4 zurück. Das ist gerade so der einzige Weg, wie ich hier weiterkomme. So, los, komm, schnell, Vigra. Meine Fresse. Ja, aber für du warst echt eine super große Hilfe. Du bist der Geiste. Komm, mach jetzt hier bloß wie klar auf dich selbst. So, jetzt kommt Hast allmählich wieder. Ja, wenn wir jetzt also wieder alle im Hasszustand sind, wird es aber weitergehen. Jetzt nervt er mich mit seinem Drecks-Anti ab. Als ob es keinen anderen Zeitpunkt gäbe. Das macht aber auch ziemlich effizient, also. Wie der mit Anti abnervt. So, 2 Sekunden mal kein Target. So, komm, bring die Scheiße zu Ende. Los, Basch. Ich glaub an dich. Komm, wo ist die Combo Rate? Ja, da war es nicht. Warum ist er auf einmal so anstrengend? Na geil. Ich freue mich jedes Mal ab. So, jetzt kommen wir auch mal wieder ein bisschen zu was. An sich ist kein Thema, solange Penelo weiterheilt. Boah, meine Ansicht ist gerade ein wenig sehr verkrüppelt. So, kommen die letzten 3 Balken. Los, Arsch, mach deinen Job, sehr schön. So will ich das sehen. Soll der immer schon weiter anti-zaubern. So, die letzten 2 Balken. Los geht's, Baby. Wir haben ihn fast. Der letzte Balken. Los, Arsch, jetzt wird Kumpel des Lebens. Komm. Nein! Nicht so kurz davor. Los, Warn. Arsch muss es nur noch eine Hit-Kombo durchziehen. Und RIP. Oh, Draconier. Au, meine Ohren. Mystery. Alter. Der Kampf war nicht zu schwer, aber die letzte Phase hat es in sich gehabt, das muss man sagen. Ey, großartig. Das habe ich mir aber verdient.